Ja, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Video der Firma My Busparts. Wir fahren heute auf ein Treffen und zwar in den Mammutpark zum Synchro-Treffen. Das erste Treffen in diesem Jahr. Wie ich euch in dem anderen Video schon erklärt hatte, suchen wir dieses Jahr die Treffen so ein bisschen privat, um einfach zu schauen, ja, wie sind die Treffen so, was geht so ab und um dann vielleicht mal abzuklären, ja, was macht auch vielleicht für die Firma Sinn. Deswegen, wir fahren jetzt los. Ich nehme heute den Country, mit dem werde ich aber auch nicht durch den Park fahren, weil der hat ja nicht die passenden Reifen dafür drauf. Aber wir schauen einfach uns mal das Treffen an. Ich werde ein paar Szenen aufnehmen, ein bisschen was euch zeigen und schauen mal, was so für Modelle alles da sind, wer alles so da ist. Und ja, würde sagen, es geht los. Jetzt da. Ich kraxle jetzt hier mal die Strecke hoch und guck mal, ob ich noch ein bisschen was aufnehmen kann. Das Treffen im Mammutpark, das ist in Stadt Oldendorf, sage ich mal, auf der A7, die Abfahrt Nordheim, also von uns aus ungefähr eine Stunde Fahrt, ein bisschen was über eine Stunde. Deswegen auch sehr nah gelegen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin heute ist Sonntag, ein bisschen spät dran, muss ich auch ehrlich gestehen. Denn Sonntag ist natürlich manchmal auch Abreisetag für die meisten. Ich denke mal, so ganz so viel werden wir nicht sehen. Ich habe eben schon gesehen und es sind viele entgegengekommen. Mal gucken, ob wir noch ein paar Bilder einfangen können. Und schauen wir mal. Ich bin jetzt mal die Strecke ein bisschen hochgelaufen. Und ich muss sagen, allein die Strecke ist schon geil. Da müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr mit was richtigen Geländegängigen mal hier vorbeischauen. Weil hier so ein bisschen Matsch ist auch dabei und da sind schon richtig tiefe Spuren. Also ich denke mal, hier hat es gestern schon richtig, hier gab es schon richtig Action. Aber mal schauen, was ich noch so aufnehmen kann. Ne? Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass am Sonntagmittag, wir haben es jetzt 12 Uhr, die ganze Sache schon vorbei ist. Ne? Also es fährt keiner mehr. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Vielleicht, wie gesagt, finde ich noch wen, der hier umhergeistert. Aber aktuell ist die Strecke leer. Schade eigentlich. Aber natürlich kann man es verstehen, die weit anreisen, fahren natürlich zum Mittag nach Hause, dass sie natürlich Sonntag noch am Tag auch wieder zu Hause sind. Muss ich mir merken fürs nächste Mal. Ich muss mir das auch erstmal alles wieder einprägen, dass ich sowas wahrscheinlich, wenn dann sonntags früh besuche oder halt am Samstag dann schon. Ne? Genau. Schauen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann, aber das ist locker mal 80, 90 cm hoch hier an der Seite, diese Schneise. Und hier ist eine richtig schöne Matschpfütze. Und da wird es auf jeden Fall mit einem normalen Bus nichts. Da muss man schon was Höhergelegtes haben. Ich bin jetzt hier die Strecke noch ein bisschen weiter gegangen und hier ist ein richtig tiefes Loch. Alter Schwede, also da würde ich mich mit einem normalen Synchro, der nicht höhergelegt ist, nicht reintrauen. Definitiv nicht. Eieiei. Das ist dann schon hier Hardcore für die richtigen Offroad-Freaks oder beziehungsweise auch für anderes Gefährt. Ha, es gibt doch noch wen, der fährt, und zwar ein paar Motorräder. Aber die fahren hier, glaube ich, nur die einfache Strecke. Also alles, was mit so einem Motorrad halt geht. Ich muss sagen, vier Räder wären mir lieber gewesen, aber wenn man natürlich nur so ein enges Zeitfenster hat, muss man sich mit dem natürlich zufrieden geben, was man hier bekommen kann. Ja Leute, ich konnte bis dato leider keinen Pulli einfangen. Ich werde jetzt so langsam wieder auf den Platz gehen, wo alle stehen, und mich da so ein bisschen rumfragen, ob überhaupt heute noch wer fährt. Oder ob alle abreisen. Mal schauen. Hoffentlich fährt noch mal wer. Ich habe mir gerade überlegt, wenn wirklich keiner mehr fährt, gibt es jetzt so einen kleinen Carporn vom Campingplatz. Und dann müssen wir uns damit zufrieden geben. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich Samstag eher, wo es hier richtig rund geht. Mal ein bisschen hier auf dem Campingplatz umhergelaufen. Hier sind natürlich viele, viele verrückte Leute. Nicht nur Bullies natürlich, auch ganz normale Offroad-Freaks. Ja, die fahren heute noch mal. Wann, weiß ich nicht ganz genau. Ich werde noch mal gleich zu Fahrzeug läuft. Ich werde gleich noch mal zu den Bulli-Fahrern gehen und gucken, was die so sagen, ob die heute noch mal fahren. Auf jeden Fall das Monstrum Golf 3. Man sieht's.
Der fährt heute nochmal, aber ich denke mal, so viel Zeit habe ich nicht, um mir das nochmal anzuschauen. Schade eigentlich. Aber anscheinend ist dieser Offroad-Park wirklich sehenswert. Wenn man auf Offroad steht, natürlich ist logisch, klar, sagt ja der Name. Eieiei. Die sind nur verrückte Leute. Ja, das war's auch schon von diesem Event. Wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht, 1, 2 Uhr, glaube ich. Und ich sehe hier noch einen Bulli gerade mal. Alles andere ist weg. Ja, so läuft es auch manchmal. Muss man halt früher aufstehen, bin ich selber dran schuld. Aber ich habe trotzdem ein paar coole Gespräche mit anderen geführt, die hier ja generell immer in dem Offroad-Park sind. Also sind richtig verrückte Leute dabei. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Das war's von hier, vom Mammutpark. Alles klar, macht's gut und schönen Sonntag. So Leute, und zum grünen Abschluss bin ich schön in den Hundehaufen reingetreten. Super. War ein guter Tag. Ich melde mich doch nochmal. Und zwar habe ich mich gerade mit einem Bullifahrer unterhalten, der auch ja, sehr verwundert war, dass heute schon alle abgereist sind. Also heute Morgen sind dann doch viele ja, einfach nach Hause gefahren. Ich gehe jetzt noch einmal über die Strecke. Vielleicht bekomme ich noch ein paar Aufnahmen von anderen Fahrzeugen, weil ich habe gerade mit noch anderen Leuten gesprochen, die hier generell immer sehr oft sind beim Mammutpark und die haben gesagt, die wollen nochmal fahren. Vielleicht kriegen wir noch ein paar coole Aufnahmen. Leider nicht mehr von Bullis, das tut mir leid. Aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was anderes Gutes zu sehen. Genau. Ich gehe noch mal hoch. So, das war's hier vom Mammutpark. Ich will mal so ein kleines Fazit ziehen, obwohl man ja eigentlich gar kein richtiges Fazit ziehen kann. War ja keiner mehr da von den T3-Fahrern. Aber trotzdem kann man ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, dieses Treffen ist ja für alle die, die ihren Synchro mal ein bisschen testen wollen, den auch natürlich an seine Grenzen ja, zu bringen, so die Limits auszutesten. Und dafür ist das Treffen genau richtig in so einem Offroad-Park. Ja, ist so ein bisschen auch eine kleine Materialschlacht, wie ich das gehört habe hier, aber das ist nun mal so. Und für alle, wie gesagt, die da keine Angst haben, dass irgendwo eine Beule oder ein Kratzer dran kommt, für genau die ist das. Und natürlich können auch jeder andere hier dran teilnehmen und abends beim Lagerfeuer sich austauschen. Ja, und in dem Sinne war es das von hier, vom Mammutpark. Allen noch einen schönen Sonntag und macht's gut. Ich hoffe, dass mein Fuß noch heißt. Der fällt jetzt hinten nochmal durch diese Spuren mit Matsch. Aber mit Richtgas diesmal, ne? Ja, mein Luftschlauch ist kaputt. Das ist wirklich ein großer Spielplatz. Wirklich wahr. Wow.